einer neuen Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderrand. Jo, heute gibt's was zu ackern. Servus Sunny, da bist du wieder. Hi. Hab ich auch mitgebracht. Dein Träger hier? Ja. Yep. Sieht schick aus. Also du, da vorne an der Feldrandecke, da steht eine Horsch Brondo 9DC. Ja. Yep. Saat machen wir. Warte mal, ich muss mal gerade. Albert! Ja? Was hat man gesagt, was wir ansehen? Sojabohnen, ne? Ah, ja, genau. Sojabohnen. Machst du rein? Oder ja, stellst du halt ein? Und dann kannst du mal da, wo kein Stroh liegt, anfangen. Ja, bis ich dann beim Stroh bin, hast du das Stroh wahrscheinlich weg. Das hoffe ich doch. Okay. Wenn ich fertig bin, dann stelle ich. Achso, verkaufen tust du das Zeug ja, ne? Ja, musst du hinten auch nochmal, da steht noch was. Ja, ich weiß. Gut. Nicht. Also, frohes Schaffen. Euch auch noch. Tschüss. So. Stelle ich gerade mal den Anhänger da oben an den Feldrand. Dann steht er nicht im Weg. Traktor wäre natürlich nicht schlecht. Ich denke da an den wie heißt der denn? Den Case Pro 7200. Du bist der Chef. Du sagst das gut. Hauptsache, da kann die Sämaschine auch ziehen. Ne? So. Wenn er rund so um die 300 PS hat, ne, das reicht ja aus, ne, für uns. Ne? Der kann auf jeden Fall, also der hat 270 PS in der Maximalvariante. Das ist doch gut. Das fertig. Reicht aber dann für die Sämaschine wahrscheinlich eher nicht von der Traktion her. Ja, wenn jetzt ich bin auf 270. Da lockt noch einer. Geht's jetzt? Hoppala. Nein, noch nicht. Moment. Jetzt müsste es gehen. Ja. Gut, froh schaffen. Was sagst du? Ja, warte, ich geh nochmal rein. Ich hab euch schon einen gefunden, aber ich weiß nicht, ob der was war. Da steht da Großtraktoren. Der zweite Traktor von links. Buchenkäse. Der 313 PS. Der hat voller Ausführung. Woher nehmen, wenn ich stehlen? Ja, deswegen meinte ich ja noch mit denen. Der Case IH kostet in der Maximalvariante, glaube ich, 140.000. Die Sämaschine nicht mehr ziehen, ne? Ja, doch, geht auch. Der hat dann 270 PS. 288 sogar. Ah, okay. Ja. Also der wäre eine Idee. Aber 140.000 brauchen wir halt erstmal. Helfen dazu. Wobei, wir könnten halt tatsächlich die Fahrschule verkaufen. Natürlich. Reifen habe ich hier dran, ne? Dann wird uns das kosten mit 388 PS 243. Richtig aus, ja, richtig. 143.
43 oder wie viel? 343. Wo willst du die Kohle hernehmen? Ja, deswegen meine ich ja hier, aber uns das denn auf Ratenzahlung gewährt, ne? Ich telefoniere mal später mit dem Jürgen. Da haben wir aber zu wenig Felder, ne? Das auf jeden Fall. Der Mähdrescher kann weg, ne? Jupp, den kannst du wegfahren. Weißt du, was das Problem ist mit der Fahrschule? Ja. Dann haben wir kein Wald mehr für die Bäume, für das Sägewerk. Würden die Seeschule und die Fahrschule einbringen, wenn man die versorgt? Um die 80. Plus den Ertrag und den Fiat könnten wir uns fast den Case leisten, glaube ich. Sonst kann ja zur Not, wenn das für ein Feld reichen würde, ne? Noch ein Feld für uns, unser eigenes Feld mitzuholen, ne? Würde ja auch noch gehen, ne? Zur Not könnte man sich ja. Schön wär's, ja. Wir haben auf jeden Fall Geld sorgen. Deswegen. Das kann man drehen, wie man will. Aber das kriegen wir schon gebacken. Die eine Pacht hat uns halt richtig reingeritten. Wir von den Rapsfeld, ne? Hat man das Geld eigentlich zurückbekommen? Ja, gell? Wir haben Entschädigung bekommen, ne? 39.000 oder was das war, ne? Was ist das? Ich? Volker Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna. Eine Frage, und zwar, Sie besitzen doch einen John Deere 6R, wenn ich mich nicht irre. Sie irren nicht. Okay, weil ich hab hier zwei am Hof stehen. Gehört Ihnen einer vielleicht davon, weil die sind irgendwie besitzlos? Ich weiß nicht wohin damit. Würde aber gern wissen, wem der gehört. Vergleichen Sie doch mal die Fahrgestellnummer. Stopp. Also, Sie vermissen keinen. Ich würde gerne einen vermissen, aber leider sitze ich auf unserem drauf. Schade. Ich hätte ihn ja gern gegeben. Ich nehme ihn gern geschenkt. Ich kann auch einen. Wir suchen nämlich gerade eigentlich noch einen zweiten Traktor mit um die 300 PS. Aber es ist kein John Deere 6250R. Wir hätten gern noch einen. Ja, aber Sie haben keinen. Also Sie doch, haben nur auf einen, dem sitze ich ja drauf. Also, kurzum, Sie vermissen keinen John Deere 6250R. Nein, vermissen leider nicht. Ja. Aber was haben sie denn so mit 300 PS im Angebot? Also ein bisschen drunter kann auch sein. So um die 300 PS, ja. Und vermutlich muss es günstig sein. Günstig ist immer gut. Günstig, aber nicht billig. Natürlich, billig will keiner haben. Sind 261 PS noch in ihrem Rahmen? Was ist denn das für ein Modell? Das ist ein Case 7200 Pro. An den habe ich auch schon gedacht. Gibt es denn nicht mit so einem Tuning noch? Also dachte, 261 PS ist Maximum. Das ist ja dann. Das ach ist ja dann. So, das ist der. Der kostet, glaube ich, 140.000, oder? 143.500 im Einkauf, ja. Ah, im Einkauf, ja, stimmt. Das gibt es ja auch noch. Und mit Steuern sind wir dann bei Überschlag. Knapp 170.
Sonst vielleicht. Steier. Nee. Steier können sie mir gestohlen bleiben. den 6M, ich glaube auch nicht, dass der besser ist. Der hat. Nee, der geht maximal bis 164. T-Series vom Valtra. Ja, muss auch nicht sein. So neumodisch. Maximal bis 250 PS, also. Da wäre der, ich glaube, da wären sie mit dem Case preis-leistungstechnisch am besten beraten. Oder sie kaufen sich noch ein 6R, aber ich glaube, da kommt ein Preisregion, das sich als Zweitraktor nicht mehr lohnt. Okay. Also. Na, ich danke Ihnen erstmal. Jo. Bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. Aber der kann die Sämaschine eigentlich. Ja, okay, er könnte wenigstens an andere Arbeiten machen. Ja, der Fahrkram weniger. Also. Weniger. So viele Felder haben wir ja noch nicht, ne? Der Felder was haben, also eins gemietet. Na, ich würde am liebsten eigentlich eher noch auf ein zweites Feld gehen. Bevor wir uns noch einen zweiten Traktor holen. Das lohnt? Da lohnt sich das auf jeden Fall, ne? wenn's Geld reicht, ne? Ja, das Land kriegen. Mein, wir können ja erstmal die Pacht hier abwarten, bis die rum ist. Und dann schauen wir mal. Wenn wir zweimal abernten können, ne? Das wäre natürlich super, ne? Jo, deshalb ist auch nice, dass Sunny mithilft beim Ansehen. 20.000 haben wir ja schon. Zurückgezahlt nur an den Neumann. Ja, das ist zurückgezahlt und wir haben ja auch noch Geld gemacht durch das Strom. Also die Pacht ist eigentlich jetzt dann schon verdient. Mit der nächsten Ernte fahren wir den Gewinn ein. Ruckelt's wieder. Heute noch keine Ruckeln gehabt. So, muss jetzt nur eine Ladung wegbringen. Hier ist noch Punkt offen. Was ist offen? Wir könnten auch überlegen, ob wir unser Auto wieder verkaufen. Wenn wir dadurch ein Wald wenn wir durch das Geld, was wir dann hier dadurch einnehmen durch die Verkäufe, dadurch noch ein anderes Feld bekommen können, warum nicht, ne? Du kannst ja mal zum Händler fahren und das Auto schätzen lassen, was das noch bringt. Ich fahr erstmal einen Mähdrescher runter und dann hole ich mir das Auto, ne? Jo, und dann fährst du zum Händler, lässt es durchchecken und dann rufst du mich an, wenn er den Preis weißt.
was der dafür zahlt. Gut, dann erstmal bis später, ne? Jo, bis später. Tschüss. Viele Überlegungen. Aber was wir jetzt schlussendlich tatsächlich machen, ich muss, glaube ich, gleich mal den Fiat auf die Seite stellen. Volker Varuna, hallo. Hi, hast du irgendwas zu tun? Alle wollen bei mir arbeiten, was ist denn jetzt los? Ja, kannst du mir mal kurz sagen, wie viel ich für mein Grundstück kriegen würde? Welches? Das Fahrschulgrundstück, das rentiert sich nicht, das Geschäft. Nicht? Nee, nicht wirklich. Oh. Ja, kann ich dir sagen. 85.440. 85.000. Okay. Warte mal, muss man gerade in meine Bücher gucken. 85.000. Warte mal kurz. Ja. 85. Plus 70. Ich muss gerade mal hier ein ernstes Wörtchen mit meinem Mitarbeiter hier sprechen, ey. 55. Nee, im Moment habe ich leider nichts zu tun. Nichts? Nichts, was irgendwie, wo ich. Ich habe den Sunny gerade schon bei mir beschäftigt. Der hat nämlich auch schon angefragt wegen der Arbeit. Oder warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen koordinieren. Ich rufe dich gleich nochmal an. Jo. Gut, tschö. Ja. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Schaut gerne beim Jürgen Racex, Dark Racex YouTube und beim Chaos Troop Sunny König vorbei. Links in der Beschreibung. Haut rein, macht's gut. Tschüss.